nicht Kinder an die Macht, wie der Herbert Grönemeyer so schön gesungen hat, sondern Frauen zurück an die Macht. Unsere regierenden Damen meinen, die Frauen sollten sich weltweit wieder mehr vernetzen. Geht doch eben im Internet. Was ist los? 24% der Parlamente in Europa sind durchschnittlich nur mit Frauen besetzt. Was ist da los? Frauen zurück an den Herd oder doch an die Macht? Oh, schau, du sagst es auch schon so. Frauen an die Macht oder zurück an den Herd. Also du bist eindeutig Einstellung, Frauen an den Herd. Überhaupt nicht. Nein, ich bin nur vom Fernsehen, ich muss das machen. An die Macht. Dann hören die Kriege auf, die ganzen Wirtschaftskrisen. Beim letzten Ende sind die Frauen doch oft die Klügeren. An die Macht natürlich, aber der Herd kann auch die Macht sein. Glaub's? Wenn Liebe durch den Magen geht, ja. Ja, Männer waren halt immer da und jetzt kommen die Frauen dran. Beides, würde ich sagen. Ich sag an den Herd. Warum? Ja, weil es einfach fraulich, ich weiß nicht. Ich finde es einfach nett. Nicht an die Macht, aber auch nicht unbedingt am Herd. Also von beidem ein bisschen. Das meine ich, das ist wichtig. An den Herd. Wenn ich auch alt bin, aber ich denke schon anders. Ich sage nicht an den Herd. Warum eigentlich? Kommt billiger für einen Mann. Die sind lang genug am Herd gestanden. Sicher sollen sie eine lange Zeit bei den Kindern bleiben, aber dann gehörten sie wieder im Beruf. Auf jeden Fall. Also ich gehe nicht gerne arbeiten, ich bin gerne daheim. Nein, es ist schon richtig in einer gewissen Weise, dass auch die Frauen in einer gewissen Weise dementsprechend da irgendwo zum Zug kommen. Aber grundsätzlich bin ich schon auch der Meinung, es wird ein wenig eingegrenzt sein, das Ganze. Ja, was habt ihr nie für Themen? Das ist doch ein bisschen. Frauen gleichberechtigt mit Männern, wenn es irgendwie geht. Fühlen Sie sich öfter benachteiligt gegenüber Frauen? Nein, nie. Glauben Sie, dass Frauen also benachteiligt sind? Ja, nach wie vor. Ich stimme selber fürs. Nein, ich habe mich immer durchsetzen können. Ich habe immer Durchsetzungsvermögen. Ich? Ja. Nein, ich nicht. Es kommt darauf an, wie man zu den Herren dann auch ist, ne? Dann wird man nicht benachteiligt. Jetzt konkret noch nicht, nein, weil im Studium ist alles ziemlich ausgeglichen, muss ich schon sagen. Aber es sind nur 24% Frauenanteil in den europäischen Parlamente. Wie stehen Sie da dazu? Naja, 24%, das ist ja fast ein Drittel. Haben wir nicht weit weg davon. Mehr wie ein Drittel soll es nicht werden, sage ich. Das ist ein Viertel. Ja, das ist ein Viertel, ne? Aber ein Drittel. Ich rede jetzt von ein Drittel von 33, das wäre ein Drittel. Das ist fast ein Drittel mit 33. Also mehr, als wird es nicht werden. Das ist viel zu wenig, oder? Könnten sogar mehr sein. Weil Frauen sowieso logischer denken als Männer. Also da ist mir die Frauenquote wurscht, weil es werden einfach die Besten ins Parlament kommen. Man sind halt meinetwegen 24 oder 94 hätte ich auch kein Problem. Der Bessere muss drin sein und wenn es keine Frau ist, dann ist es halt ein Mann. Ich habe damit kein Problem. Das ist zu wenig. Es sollten mehr sein. Wenn ich jünger wäre, dann würde ich mich bewerben. Ist sicher zu wenig, hätte ich jetzt gesagt. Was können wir da tun dagegen? Wow, gleicher Lohn für gleiche Arbeit einmal. Das waren einmal so Grundsätze schaffen und Frauen wollen. Das ist eine männerdominierte Welt. Was willst du da? Schauen Sie mal, eine Frau in einer, im Management da drinnen ist. Dann schauen Sie mal, was die Energie braucht, dass das da hält. Weil das Problem ist nämlich dann, die braucht derartig viel Energie, viel mehr wie ein Mann, um das zu bestehen. Damit verliert sie ihre Fraulichkeit und damit verliert sie wieder überhaupt den Terrain. Und das übersehen dann die Frauen wieder. Aber sie haben fast keine Chance. Ja, ich lege mich jetzt bestimmt nicht an mit den edlesten Geschöpfen dieser Welt, den Frauen. Ich sage, 50% der Befragten sind der Meinung, Frauen zurück an den Herd und 50% meinen Frauen an die Macht. Ich meine, der Bessere möge gewinnen. Tschüss mit Ü, Planet Lenz TV, total normal.